liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3 von Shadowrun. Ja, im letzten Part haben wir uns ja durch die Höhle der Nur gekämpft. Und ja, trotz meines großen Bemühungen, die Nur noch in diesem letzten Part mit reinzubekommen, ist raus nichts geworden. Vielleicht soll ich nochmal drüber nachdenken, ob ich wirklich jeden Kampf drin lasse oder nicht. Ist ja für mich auch von mir ein bisschen die Variante. Aber naja, ich will mir auch mal was gönnen. Aber gut, darüber wollen wir dann ein andermal diskutieren. Wollen wir doch erst einmal die Nur besiegen, die sich innerhalb dieser Höhle befindet. Es ist das Monster! Erstmal hier mit bisschen diabolischem Blick. Kommt es aus der Höhle? Und es ist ziemlich angepisst. Es sieht ziemlich geschafft aus. Das ist doch wohl einfach, ey. Naja, ich hoffe es. Wie sagt man so schön, dass ein Tier, was in die Ecke gedrängt ist, kämpft noch am wildesten. Also, wollen wir doch mal der Nur jetzt ans Leder. Wollen wir doch erstmal plündern. Und nun werde ich auch mit Tepo aufbrausen und Frost einsetzen. Denn nun wird der Kampf um einiges härter als vorher, Leute. Also hier plündern. Und du konntest nicht stehen. Das heißt also, der Gegner hat etwas. Dann erstmal hier, wollen wir doch unser aufbrausendes Temperament auslassen. Und, boah, 26 ist die Länge. Und der Nur tritt. Nun kämpft die Bestie wirklich bis zum Schluss. Und ist um einige stärker geworden. Wie man, tja, wie gesagt, oh, ein paar Angriffe von mir ist auch schlecht, wovon der zweite eigentlich die Rache abbekommt. Liebe Herr Gesamtverein. Nur, was ist mit dir los? So, dann, ich denke mal, ich werde doch mal ein Heilkräut. Ich hatte noch 5! Scheiße, das wird übel. Dann ein Heil. Das wird, böse. Plündern und du konntest nicht stehlen. Ich möchte aber gerne dieses Item klauen, was die Nur bei sich trägt. Und, wir müssen jetzt auch vermehrt, wie es aussieht, mit Kontern rechnen. So, Lorn ist geheilt. Rai ist eigentlich recht gut bei der Sache und nun ist Tepo dran mit seinem aufbrausenden Temperament. Ach, solche Wortspiele mag ich ja. 21, ist doch mal ganz nett. So, dann weiterhin versuchen zu plündern. Tepo, nein, nicht Rai, nicht nur Lorn. So, und so. Plündern und dieser sollte bitte funktionieren. Konnte nicht stehen, schade. Allerdings bekommen wir wieder eine Rache ab, die ging allerdings jetzt daneben. Und dafür wird Tepo nun attackiert. Der kommt jetzt aber mit seinem aufbrausenden Temperament. Und ich glaube fast, die Nur kontert nun so gut wie jeden physischen Angriff. Ach nee, nur 9. Oder wie gesagt, nur so gut wie. Also, plündern hat er vorhin auch nicht gekontert beim ersten Mal. So, plündern und dann jetzt hier aufbrausen und dann hier nochmal angreifen. Wollen wir doch mal gucken, ob ich jetzt dieses Scheiß-Item bekomme? Jawohl, nochmal Kraftfutter. Cool. Also ich krieg nochmal reinen Angriff ab und... Autsch, vielleicht 2 Angriffe. Ist aber gemein. Dorn aber scheint sich aus wie die geringste Verteidigung zu haben. Das ist bitter. Und dann nochmal drauf. Das ist auch Bautentat sogar ziemlich viel, würde ich sagen. Mist, da hau ich auch mal knapp daneben. Allerdings kehrt das... Gut, das Item haben wir jetzt geklaut. Was anderes kann Rai momentan auch gar nicht. Also angreifen. Tepo, benutzt weiter das Aufbrausen und Dorn. Holt wie eine Furie. Ich glaube, das bedeutet, dass wir die Nur beinahe getötet haben. Oder, dass sie Nur nun richtig ernst macht. Yep, Nur macht sie richtig ernst, denn jetzt benutzt sie auch Ruck. Ruckzuck habe ich ein Problem. Allerdings ist es aber ein gutes Zeichen, denn die Nur ist dann so gut wie tot. Allerdings Lorn auch. Nicht ach. Eieiei. Okay, da Rai der schnellste von allen ist, auch wenn Lorn einen Heilzauber benutzt, machen wir es jetzt mal so. Und dann wird Lorn einen Heilzauber auf Rai wirken. So. So wird Lorn den nächsten Angriff auf jeden Fall überleben. Und Tepo braucht wahrscheinlich auch gleich eine Heilung, je nachdem, ob der Angriff jetzt auf Tepo geht. Nö, der geht auf Lorn. Und Lorn hätte den auf keinen Fall überlebt, denke ich mal. Oh, oh, hier, nee. Gut, kann man vorher ja nicht wissen. So, dann kriegt die nächste Heilung geht dann allerdings auf Tepo. Ich hätte vielleicht vorher noch ein paar Heilkräuter kaufen sollen. Einfach hier aufbrausen. Wuff.
Und nein, die Nur steht noch. Natürlich, Bosse machen natürlich am meisten Ärger. So, ich denke aber trotzdem, dass wir die Nur getötet haben, bevor Tepos RP alle sind. Hoffe ich zumindest. Und ja, die Nur kontert nun wirklich jeden physischen. Nicht genug. Och, Schweingart, die hat nur genug Verein. Da haben wir mal Glück gehabt. Allerdings, wenn wir das hätten lernen können, haben wir das Pech gehabt. Na, was soll's. Aufbrausen und nun nur stirb endlich. Ja, schon schön und so. Ja, die Nur ist tot. Ein wahrhaft großer Sieg. Ja, aber warum sieht die Todesanweisung ein bisschen anders aus als sonst? Der hat einen ganz speziellen Grund, Leute, den wir auch jetzt erfahren werden. Ein letztes Mal bäumt sie sich auf und versucht den Eingang zu ihrer Höhle zu sperren. Es ist tot. Es hat sich schützend vor die Höhle gestellt. Es ist in Schweden gestorben, als ob es die Höhle hinter ihm beschützen wollte. Wollen wir nochmal sehen, was hinter der Höhle ist, Leute? Ja, und nun... Jetzt sitzt ein bisschen bitter. Welpen. Es sind Junge. Aber es scheint, dass sie schon seit langer Zeit tot sind. Sie nur wusste wohl nicht, dass sie bereits tot waren. Sie hat nämlich weiterhin runtergebracht. Ja, Leute, das ist bitter, finde ich. Mann, das war nicht gerade sehr helle, oder? Ich meine, ihre Jungen waren schon tot. Ja, Leute. Die Nur hat für ihre toten Kinder nach Essen gesucht. Mann, das haut einen echt um. Das ist wiederum das Motto Leben und Leben lassen. Das finde ich schon... Das sollte einem wirklich so teilweise zum Denken nachgeben. Die Nur hat das nur alles nur für ihre Kinder getan. Es sieht so aus, dass sie dich die Strom mitreißen wird. Wenn du reinspringst. Willst du springen? Ja. Jetzt werde ich nochmal nachfragen. Jetzt könnte man manchmal denken, das ist doch irgendwas. Allerdings ist das wirklich nur dafür da, zu gucken, dass man auch in die Höhle der Nur reingeht. Rein theoretisch könnte man natürlich auch das überspringen, denke ich. Ich habe es ehrlich gesagt immer gemacht. Aus reiner Neugier und so. Und nun denn, folgen wir dem Fluss und werden zu dieser Stelle in den Gurukbergen angespült. Klatschnass natürlich. Allerdings haben wir es getan. Die Nur ist nun tot. Nun wird das Dorf keine Probleme mit der Bestie haben. Und natürlich zu verfassenden Zeitpunkt taucht Banyan auf. Wie fühlt man sich, wenn man mal richtige Arbeit geleistet? Hm? Gute Frage. Wie fühlt man sich, ne? Wenn der Frühling kommt, erscheinen auch die Tiere wieder. Und das Leben wird angenehm. Ja, gratuliere. Ihr habt eure Arbeit geleistet. Wie es aussieht, befinden wir uns in so einem Bereich Herbst, finde ich. Moment mal, Banyan. Warte eine Sekunde. Du wusstest, nur hat für ihre Kinder, für ihre Jungen nach Futter gejagt. Und du hast sie töten lassen? Tja, was macht Banyan draus? Wenn ihr gewusst hättet, dass sie jung hat, hättet ihr nur dann daneben gelassen? Das ist natürlich wiederum auch eine gute Frage. Hätten wir die nur am Leben gelassen, wenn wir gewusst hätten, dass sie Kinder hat? Wieso? Ich denke, ich hätte es getan. Aber das, liebe Leute, ist eine Frage, die nicht beantwortet wird. Und nun kommt doch noch mal eine kleine Erzählerpassage, aber nur eine ganz kleine, leider nur. Und so kam der Frühling doch noch. Wirklich eine ganz, ganz kleine. Vor allen Dingen ist der Frühling kam in die Berge und Wälder und zu den Menschen. Größtenteils ist das wirklich so eine Zwischensequenz davon. Der Frühling ist da, juhu, und ach verdammt, ich habe vergessen, die Truhe zu holen. Ja, das wird dann gleich mal nachholen müssen, denke ich. Oh, und da wollte da auch noch. Zwitscher, zwitscher, tralala. Vögel sind da, oh wunderbar. Und mit den Vögeln kommen auch die Tiere und mit den Tieren kommen allgemein auch die Früchte. Natürlich, oder die Früchte und die Tiere und ihr wisst schon, was ich meine. Der Frühling ist da. Und die Jungen, die Tugend der jungen Burschen, die das Dorf vor der wilden Uhr retteten. Ja, von Nur retteten
eroberte ihnen einen Platz in den Herzen der Dorfbewohner. Och, das ist ja nett. Das ist schön. Ich bin zu Hause. Das ist schön. Und? Ich ging auch in den Westen des Waldes. Suchte nach Tieren und Bären. Und? Und schaut her, was ich fand. Da-da-da-da! Äpfel! Wuhu! Nun brauchen wir uns wegen Nahrungsmittelmangels keine Sorgen mehr zu machen. Richtig, Rai? Gut, dass wir nun das Untier los sind, hä? Nicht zu vergessen, dass wir auch nicht mehr klauen müssen. Ich denke, ja. Und wir brauchen auch nicht mehr stehlen. Das ist wundervoll. Hey! Gehen wir doch runter ins Dorf und zeigen, wer es getan hat. Was? Erzählen denen, wer das Monster erlegt hat. Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist besser, nicht damit zu prahlen. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Warum nicht? Warum aber doch? Aber andererseits... warum sollten wir nicht mal schauen, was so über uns geredet wird? Dann gehen wir also. Wahrscheinlich hat Tepo da irgendwas vor. Dann komm los! Ja, wahrscheinlich hat Tepo dir wahrscheinlich schon anders erzählt. Ja, wir haben nur getötet und so. Und ja, natürlich haben wir jetzt in der Zeit nichts Böses mehr getan. Waren ganz liebe Menschen und ja. Wollen wir mal sehen, was so erzählt wird. Und gleich kommt immer ganz klassisch, jedes Mal das Gleiche. Dieser Kampf, diese Ausstellung ist immer die gleiche. Nur die Gegner sind anders. Und Frau Mörd und Aigo. Machen wir also erstmal Frau Mörd und Aigo platt. Zack, und Frau Mörd ist tot. Frau Mörd wurde gemördet und Aigo ist gegangen. So, das, wie gesagt, also ich sehe das da. Jedes Mal, wenn ich diesen Weg da runterkomme, kommt hier ein Kampf. Ja, warum auch nicht, ne? So, wollen wir doch mal erstmal gucken. Da hinten hatten wir hier den Beutel, wo... Na gut, dafür gibt's ja... Ah, ich stehe direkt vor, cool. Du fandest Ammoniak. Ja, geil. Ammoniak ist, hoppala, die Phönixfeder sozusagen. Damit können wir besiegte Charaktere wieder aus dem Land der Ohnmächtigen holen. Und den Gonkopf machen wir auch mal den Platz. Ja, komm, sogar reinmachen, das ist fast die Hälfte von dem Platz. Die Hälfte von dem weg. Die HP und so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann läuft's doch mal hier. So, und dann wollen wir natürlich auch erstmal hier, zack, du fandest Tinte. Was, ja, Tinte, zum Schreiben halt und so, ne? Was Tintenfische verlieren und so. Tja, wofür brauchen wir das denn? Werdet ihr wahrscheinlich jetzt gleich fragen. Dazu komme ich doch, keine Sorge. Sogar sehr bald, denke ich. Je nachdem, was so auf uns so kommen wird. Allerdings wollen wir natürlich wieder hier ein paar Monster sich mit uns anlegen. Die werden wir aber schon sagen, ich möchte gerne von dir was lernen. Meine Fresse. Wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt mal hier einen Cut und wir sehen uns wieder, sobald ich die Scheißfähigkeit gelernt habe. Bis gleich. Was kann ich nicht angehen? Das kann ich auch nicht angehen, ey. Das gibt's doch nicht. Ich will die scheiß Einflussfähigkeit lernen. Meine Güte. Boah, oh Mann. Wieso braucht Einfluss immer so lange? Ja, endlich. Endlich habe ich den scheiß Einfluss gelernt. Sag was, Tepo. Aber das ist mir pups egal. Endlich haben wir Einfluss. Endlich. So, jetzt können wir auch eigentlich die Elite-Kobold und den Kobold da töten. Ja, mach ruhig deinen Einfluss. Ist mir scheißegal momentan. Ich möchte nur noch eins, dein Blut. Aber wirklich, wenn wir schon einen A-Schlag machen. Zweimal sogar. Geil. Da gibt es keine Bonus-Rahmen oder so. Geile Scheiße. Nun denn, wollen wir doch jetzt mal weiter zum auf den Weg machen. Ins Dorf McNeil. Ich denke mal, wir werden mal kurz den oberen Weg hier gehen und
Nein, das war keine Abkürzung. Aber da vorne, aber vor wollten wir wieder ein paar Gegner in den Weg stellen. Drei Ausrufezeichen, das könnte ein gutes Zeichen sein. Jo, je mehr Ausrufezeichen wir nämlich über unseren Köpfen haben, wenn wir Gegner bemerken, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir den Gegner überrumpeln. Je weniger es sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der... Oh, was ist hier los hier? Dass die Gegner uns überrumpeln, die pumpeln. Und so. Das ist natürlich dann weniger schön. So, dann erstmal jetzt hier durch. Das ist eine kleine Abkürzung. Oh, und dann sind wir wieder auf der World Map. Und hier sehen wir schon mal einfach... Braun wurde es zu grün. Darf nicht grün, um genau zu sein. Hier haben sich auch ein paar Sachen verändert. Vorher war hier da ein Waldstück im Weg. Und der Baum war stand. Hier stand ein Baum. Und nun gibt es hier Fischstellen. Zu denen werde ich allerdings erst im nächsten Part kommen. In dem Part wollen wir uns erstmal darum kümmern. Gucken, was bei McNeil so gut für uns passieren wird. Ich hoffe nur Gutes. Na gut, ich weiß es. Na. Einmal gucken. Ist ja seltsam, keiner hier. Dabei habe ich doch gesagt, dass sie heute in die Stadt kommen. War ja klar. Tepo, du bist ein Idiot. Was? Ich wusste, du würdest prahlen. Ich wusste es. So, und dann öffnen sich nur die Türen und die Feldarbeiter kommen mit ihren Feldarbeiterinstrumenten und ja, ich glaube, das könnte jetzt hässlich werden, denn nun kommen anscheinend alle raus und wir sind nur mehr oder weniger eingekesselt. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Na, wie geht's so? Hallo? Na, auch gut geschlafen? Schönes Wetter heute, nicht? Hey, Tepo, was geht hier ab? Gute Frage, ne? Ich glaube, Tepo hat... Hey, Rai. Hm? Stimmt das, was man sich erzählt? Ihr drei habt ihn nur getötet? Rein technisch gesehen und, ja. Aber natürlich ist... Was? Was Bunyan gesagt hat, ist also wahr? Das heißt also, ihr habt eure Leben riskiert? Für uns? Interpretationsmäßig ja. Das ist... Ich denke, man kann es so ausdrücken. Ja, kann man. Muss man aber nicht. Hallo. Dorfer ist er. Gut gemacht. Hä? Hey, was? Wie, wann, wie, was? Scheint, als hättet wir euch unterschätzt. Tut uns leid. Und wir sind euch dankbar. Nun ja. Ja, das sind wir. Hätten wir geahnt, wie ihr wirklich seid, und dann? Na gut, aber wir waren nicht weiter als Diebe. Ihr braucht doch nicht mehr zu stehlen. Wir geben euch reichlich zu essen. Ihr braucht uns nicht zu fragen. Ach, das ist ja nett. Ja, und somit sind wir nun die Helden von McNeil. Ist doch geil. McNeil ist doch geil. Ja, ich hab grad gereimt. Auch geil. Das ist ja mega cool. Wie fühlt ihr euch jetzt so als Helden? Och, mir unbedingt anders. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich fühle mich echt wichtig. Naja, man muss ja nicht übertreiben. So, liebe Leute, diese Person dort ist auch wichtig. Allerdings werde ich etwas machen, was unwichtig ist. Aber ich habe gesagt habe, dass ich es machen werde. Erstmal hier. Ich weiß. Weil du uns geholfen hast, mache ich dir einen guten Preis. Machst du nicht. Das weiß ich jetzt schon. Du verkaufst alles zum gleichen Preis wie vorher auch. So, einmal die Holzrute. Ja, den Wurm. Die Kröte. Den alten Knopf. Davon haben wir schon einen. Jo. Jo, davon haben wir schon einen. Und das Loot. Denn, Leute, wir können nun ab jetzt auch angeln. Das ist doch voll geil, ne? Ich freue mich wie ein Schnitzel in der Badewanne. So, ey, ihr wollt einige Waffen? Was darf es danach drauf sein? Du siehst aus wie ein Hippie. So, brauchen wir nicht. Bronzesäbel, da können wir schon mal gleich einen kaufen. Können wir uns gleich auch mal ausrüsten, das ist schön. Wenn wir Waffen kaufen, können wir uns gleich damit das auch rüsten. Ich werde erstmal gucken, dass ich vorwiegend erst einmal mich hier mit einer besseren Panzerung ausrüste.
gar nicht darauf achtend auf die Geschwindigkeit. Manche Leute machen es halt so, Geschwindigkeit eher beiseite schieben für bessere Verteidigung oder bessere Angriffswerte halt auch. So mache ich es. Andere Leute ist es wiederum relativ egal. Gut, ich habe dann noch, nein, das restliche Geld geht drauf für Heilkräuter. Warum aber gebe ich mein ganzes Geld aus? Das hat auch einen speziellen Grund, den ich aber auch erst im nächsten Part erklären möchte. Vorher aber, juck, meine Nase, das ist hier schon. Na gut, ich werde mindestens 10 Zenny werde ich behalten. So. Und damit haben wir auch wieder Heilungs-Items. So, was aber mit den ganzen Besonderheiten, die ich jetzt im nächsten Part erklären möchte. Und vor allem, was mit diesem Mann auf sich hat. Das wird alles erst im nächsten Part erklärt, Leute. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!